Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles mit dem werten Avonacho. Moin, moin. Moin. So, du bist. Ach, Ich hast bin ja. ja, ich bin deppert gewesen. Deswegen. Wolltest du denn jetzt noch ein bisschen Material in der Zeit sammeln? Weil na, Steinmetz hast du ja dummerweise nicht gelernt, ne? Nee, sollte ich nicht. Also, wir sprechen uns ja insofern Ja, ab, ja. als dass wir sagen, wir lernen Sachen, dass wir uns sinnvoll ergänzen erstmal, ne? Ist auch wirklich praktisch, finde ich. Da sind Und übrigens noch eine Handvoll Insekten auch drin, sehe ich gerade. ja, die habe ich da reingeschmissen. Das waren 15, sind es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, ich habe 8 oder 4 gesehen. Ja, aber Insekten, ne, sollten eigentlich auch ein paar Millionen Jahre halten irgendwie. Finde ich. Eine Tür kann ich übrigens machen, aber wenn man den Sandsteinfundament gelernt hat, da muss man die anderen Sachen auch noch lernen. Da kannst du halt eine Sandsteindecke machen, einen Türrahmen und halt Wände und das Fundament halt. Und eine simple Tür. Wenn ich denn, warum kann ich die nicht machen? Weil mir fehlt Holz. Verstehe. Also hier ist allgemein ziemlich feindlich drüben, ne? Stelle ich fest. Ist ein Schieferrücken da, ist ein Krokodile da, ist es Naja, wir müssen. nicht cool. Ein Strauß ist hier. Dann splitte ich das halt auf eine andere Art. 18 fehlt mir auch noch. Wie viel? 10. Kriege ich auch nicht hin. Hier läuft ein Strauß rum. Ein Oder Strauß? ein Emu, er hat einen Zopf hinten. Hier sind ja nur Schieferrücken. Hier sind ja gleich 5, 6 Stück. Ist ja krass. Das ist uncool. Das ist nicht cool. Wir brauchen noch Pflanzenfasern, ne? Ich kann kein Zwirn machen und dann kann ich auch keine Tür machen. Ich muss mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kriege ich doch gar nicht. Oh, doch, kriege ich ja. 5, 6, 7. Komisch, beim zweiten stecken sie. Ist ja lustig. Oh, was bist Unsere du denn? Komm Betten? her. Sind unsere Betten überhaupt noch da? Ach, den töte ich aber nicht. Was? Ja, mein Bett ist Greif! noch Und da. was? Ich töte dich! Ach, den töte ich aber nicht. Ah, ich töte dich. Ich werde vom Strauß verprügelt! Ja, Scheiße! Nein! Ich das bin ist aber tot! normal, wenn du Der hat deinen Eiern zu mich! nahe kommst. Der hat mich. Das. Ich hab. Schräger Du, da, Vogel. du darfst dich mit dem Strauß nicht anlegen, wenn der seine Eier in der Nähe hat. Was glaubst du, was die großen Eier waren? Er hat meine Eier jetzt. Was? Das ist, Hier gehe ich jetzt aber echt drüber. das ist echt mal schwierig, wenn du solche Ausdrücke nutzt. Hol mal mein Zeugs weg. Nee, das war auch so gemeint, aber genau so war es auch gemeint. Das war nicht mal zweideutig gemeint, das war eindeutig gemeint. Naja. Okay. Das ist ja Ich habe schon wieder eine unglaublich. Handvoll Was für Insekten. eine Schlampe, dieser Vogel. Ich habe ein Woher weißt Schwert du, dass gehabt. das Ich ein habe Jäger da ist? mehrfach mit ihm drauf eingedroschen. Nee, es müsste Männchen sein, weil es ist kreischbunt, blau mit allen möglichen Farben. Außerdem heißt das heute nicht mehr Schlampe, heute heißt das Bitch. Möchte ich mal so dahin werfen. Ich komme nicht an an den Inhalt meiner Leiche ran, weil sie im Wasser liegt. Die Leiche. Ja, meine ganzen Sachen sind weg. Alles, Trinkschläuche etc. Ich kann Ah, meine ich Sachen denke. nicht, ich kann meine Sachen nicht aufsammeln, nur weil ich im Wasser gestorben bin. Kannst du nicht direkt bis zur Leiche runter, oder was? Ich stehe auf der Leiche. Ach, Was warte mal, sag ich denn Sekunde, hier? jetzt kam eine Anzeige eben. Er ist, Ach so. oh, das ist irgendwie jetzt gerade Millimeterarbeit. Ich Ah, muss wie mich irgendwie klar ganz habe ich genau denn? Da. positionieren. Wahrscheinlich muss ich genau die Hautstelle finden, die auf. Ja. Okay. Halte E für mehr Optionen, ja. Nee, kann ich nicht. Ich mache also jetzt erstmal in diesem Mini-Haus, das nehmen wir als Lagerhaus später, ne? In diesem Ja. Mini-Haus mache ich nämlich dann jetzt keine Fenster rein, weil kann ich ja noch nicht herstellen. Ja, okay, dann haben wir kein Fenster. Ein Fenster kann man nachträglich auch reinhauen, Nö, wahrscheinlich, ne? nehmen wir das hier später als Lagerhaus. Verstehst du, wie ich meine? Ja, sehr schön. Gute Idee. Jetzt kommt das Weibchen gerade. Mann, ich kann nicht mehr zählen. Ich brauche noch 2. Ich bin ja doof. Ich kriege aber nur noch einen. Also die Sträuße So. sind freundlich, solange du. Da, wenn sie dir anfangen, das Auge auszupicken, musst du weggehen halt, ne? Ey, Ansonsten darf ich greifen dich die mal dich ver nicht an. Darf ich dich mal verbessern? Ja?
Das heißt Strauße. Ja, heißt es? Echt? Ja, okay. Nicht Sträuße. Das sind ja keine Blumen, stimmt's? Genau. Okay, alles klar. Ja, nee, sowas finde ich immer wichtig. Man möchte sich ja sprachlich auch mal verbessern. Irgendwie, ne? Und sollte ich mich jetzt vertan haben, dann sollen sie mich schlagen. Aber so oder so, einer von uns beiden hat immer recht. Ja. Ne? So das ist das Schöne daran. Ja. Und da wir ein Team sind, haben wir immer recht. Willkommen im barbarischen Bildungsfernsehen. So. Wollen wir das Lagerhaus trotzdem... Nee, das Lagerhaus lassen wir flach, ne? Pflanzenfasern besorgst du jetzt, ne? Weil ich hacke gerade Steine unter Lebensgefahr. Ich habe gerade ein paar besorgt, ich habe aber nicht so viel in der Tasche jetzt. So, dass ich halt die Tür herstellen konnte. Ja, okay. Ich kann einen Reparaturhammer herstellen. Wenn ich den Zwirn hätte. Das könnte ich ja mal machen. Ja, ja. Den könnte ich eventuell brauchen. Das meine ich ja. Ja, so, hier drüben ist jetzt gerade nicht viel Grünzeugs zu finden. Ach doch. Ach nee. Ach was. Ach so. Du, ich habe Aloeblätter. Mhm. Halte für E für mehr Optionen, Sandsteinfenster, Besitzer Friends. Ich habe eine Tür gesetzt. Ah, dann kannst du jetzt wahrscheinlich, ja, den Besitzer oder sowas, ne? Ich kann sie zerlegen, ich kann abbrechen und A. Passwort, und ich kann interagieren. Na gut, interagieren geht aber auch einfach so. Oh, die habe ich falsch rumgesetzt, die Tür. Wie? Nee, eigentlich gar nicht. Ist das nicht egal, ob die nach innen oder nach außen aufgeht? Ja, das ist schon. Aber, also du hast da zum Aufmachen. Mhm. Die geht jetzt nach innen auf. Zum ja. Aufmachen hast du, das probiere ich gleich nochmal. Zum Aufmachen hast du halt jetzt diesen, dass du halt festhalten kannst, verstehst du? Ja. Wenn du sie aber zumachen kannst, da ist da nichts. Und da du ja nicht dagegen drücken kannst, ist das ein bisschen doof. Jetzt will ich dann wenn's einmal schauen. Aber wenn es funktioniert, ist ja egal. Ja, trotzdem möchte ich das jetzt einmal schauen. Ich habe ja noch Material. Was kostet denn so eine Tür? Oh, nicht so viel. Ich habe noch 10 Zwirn, wenn du brauchst. Habe ich fertig. Ja, das ist auch gut. Die kann ich dann gleich brauchen. Okay, aber hier lege ich die hier hin. Warte. Sofort. Nee, die wird trotzdem so rum reingesetzt. Kannst du mit Q und E drehen oder sowas vielleicht, die Tür? Ah, das könnte eventuell möglich sein, aber... So, ich mach mal Drop hier. Liegt neben dir der Zwirn, ne? Ich weiß nicht, wie lange die Sachen hier dann so rumliegen bleiben. Ich auch nicht, deswegen, wo sind sie denn? Links neben dir. Willst du das letzte Steak essen oder sonst... Ess mal ruhig. Naja, ich bin dreiviertel voll immer noch, ne? Aber es wird halt von alleine schlecht ich auch. Irgendwann. Ich auch. Ja, dann lass es noch drin. Ja, müsste ich jetzt in die Option gucken, wie ich drehe. Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht. Mit dem Mausrad könntest du mal versuchen zu drehen. Nee. Oh, das funktioniert. Mit was? Mit Mausrad? Ja. Siehst du, einer von uns beiden hat immer recht. Cool. Jetzt geht's nach außen auf. Ist auch lustig. Also du siehst hier diesen Hebebalken, aber wie machst du denn die von außen die Tür auf? Gegendrücken. Dann geht sie nach innen okay. auf, wenn du von ist außen ja kommst. Na, jetzt haben wir es auf jeden Fall noch richtig. Es macht aber Sinn, ne? Wenn du von außen kommst, dass du einfach dann gegendrückst, um die aufzukriegen. Es ist natürlich, ja. Ja. Also. Muss ich die Jacke irgendwo. Ja, herstellen, so. Also das ist dann eine Schwenktür, weil wenn ich von innen, geht es ja auch nach außen auf. Genau. Nächste Folge okay. sehen wir Drehtüren. So, jetzt kann man brauche eigentlich ich noch, so eine Fackel hier irgendwo anhängen? Nee, ne? Oh. Na, ich gehe davon aus, dass du, gut, dass ich eine Reparatur einmal herstellen wollte. Da brauche ich aber noch 40 Holz für. Die habe ich nicht. Warte. Nö. Das habe ich auch nicht. So, und dann tun wir nämlich hier jetzt quasi erstmal 3 Kisten hinstellen. Und dann können wir mal gucken, ob wir Kisten auch übereinander an der Wand haben. 40 Holz sind doch mal eben kurz geholt. Das ist ja nur eine Tanne, die wir hier wegnehmen müssen, du. Ja, aber warum soll ich denn holen, wenn wir noch 100 Holz in der Kiste haben? Weil das auch wieder alle geht. Stimmt, aber nicht jetzt. So. Ja, oh, ich lasse den vielleicht lieber stellen. Wo ist mein Häuschen? Unser Häuschen. Ach, da. Ist ein dunkles Häuschen. Mal die beiden Fettraupen auf hier und die koche ich vielleicht doch mal. Vielleicht müssen die echt länger gekocht werden, die Fettraupen. So, jetzt habe ich erstmal einen Reparaturhammer. Und das Schöne ist,
dass, Ja? Moment. Wie repariere ich denn jetzt? Ach, das ist immer noch TP 700 von 700. Das war nur eine Grafik, okay. Was wollte ich sagen? Das Schöne ist, ach so, dass man Fackeln in der Hand halten kann und trotzdem Werkzeug nutzen kann. Achso, Avo, hier, ich gebe dir Steine, ne? Kannst du die letzte Wand bauen vielleicht, ne? Pass mal auf, hier, drop 100 Stück. Und 50 brauche ich, ja. Ja, ich nehme die 100. Ich hab's ja. Nämlich. So, ich mache nochmal. Ist ja nicht so, dass ich sage nein. Ich muss ja auch noch Decken bauen. Ich mache nochmal 10 neuen Zwirn. Was ich nämlich jetzt brauche, sind 160 Holz und 240 Stein und 100. Wir könnten hier die Workbench aufstellen dann. Nee, ich mache erstmal eine Kiste. Ich wollte gerade sagen, also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal an der Außenwand hier. Oder reichen nicht eigentlich auch zwei Kisten? Dann würde ich nämlich sagen, direkt hier an der Tür. Jeweils. Ja, ja, ich brauche noch mal eben ein bisschen Pflanzenfasern. Oder hast du noch 4 Zwirn oder so? Kann ich herstellen. Hm, machst du mal? 3 Zwirn reichen sogar. Okay. Wenn du rinkommst, kannst du gehen. Ja, ich hole noch mal eben Holz. Aber so eine Kiste braucht ja 100 Holz. Mhm. Boah. Meine Fackel ist schon wieder kaputt. Die hält echt nicht lange. Oh, die Decke auch von unten schön mit Holzbalken. Also das Lager, das wird natürlich jetzt auch nach oben hin sehr eng. Aber das ist ja nicht so schlimm. Und so, dann würde ich auch... Wo ist denn das Holz, Abo? Du meinst den Zwirn. Ja, stimmt. Bitteschön. Ah. So, kann ich jetzt Kiste... Nee, mir fehlt immer noch Holz. 5 Holz. Hast du noch 5 Holz? Ja. Okay. Bitteschön. Danke. So. Du kriegst doch alles. Oh, Holzkiste herstellen. Kaputt. Ja, ich habe mein Leben auch schon repariert. So, dann... ich habe das Gefühl, deine ist schon wieder kaputt. Ja. Schwierig. Gut, dass ich sie wieder repariert habe. So, wo soll ich die Holzkiste hinstellen? Hier neben die Tür direkt oder wie? Würde ich vorschlagen, oder? Ja. Aha, dann drehen eine wir links, mal. Eine rechts. Schön nah an die Tür ran. Dann können wir nämlich hier die andere Ecke auch noch nutzen. Und dann würde ich ruhig sagen, wir stellen hier in der Mitte doch ein Campfire auch hin, wa? Oder so, direkt da, vor ne? der Tür. So, ja. Oder hier direkt vor der Tür ein Campfire. Das könnte man das machen. Hier abnehmen, was wir hier haben. Ach, kann man das doch abbauen sogar, glaube ich, ne? Oder? Ja, ich glaube eher, das geht dann kaputt. Sekunde, ich mache mal eben Take All in unserer ersten Kiste, die draußen steht, und sage jetzt zerlegen. 37 Holz zurückbekommen, immerhin die Hälfte. Ja, das ist gut. Finde ich auch okay. Ich besorge noch jetzt einen Stein. Noch mal. Ernsthaft? Ich brauche wirklich nur einen Stein. Nani? Wird das Aloe schlecht? Nee, Aloe-Blätter werden zum Glück nicht schlecht. Das ist gut. So, jetzt brauche ich mehr Stein. Äste, Samen, Äste behalte ich mal. Die Fettraupe. Hier hat man noch ein bisschen Stein. Ja. Ich brauche noch das eine oder andere. Ach, das gegrillte Steak. Muss jetzt doch mal langsam gegessen werden. Dann esse ich das eben. Ja, ess mal. Ich bin noch halb voll. Ja, ich auch. Aber es ist ja schade, wenn ne, wenn es ganz schlecht wird. Gammelt. So. Ich besorge uns noch mal Holz und so. Und also jeder sammelt mal eben so ein paar Sachen zum Kaufen. Ich will noch eine zweite Kiste machen. Ja. Also so wie ich das hier sehe, ist wirklich das komplette System. Sammeln, bauen, etc. pp. Komplett von Ark übernommen. Ja. Das kommt wohl ganz gut hin, ne? Ja. Aber dann wissen wir auch schon mal, wie es funktioniert. Aber es sind wenigstens keine Dinos drin. Ach, die Dinos, da war jetzt nicht so das Schlimmste. Nein, ich finde die Dinosaurier schon gut. Ich habe mich halt nur irgendwann gefragt, okay, es sind 60 Dinosaurier drin. Wie wichtig ist es? Bist du da? Springst du mal eben? Ja, okay, danke. Wie wichtig ist, dass wir da jetzt 300 Dinosaurier reinkriegen, irgendwie, ne? So, anstatt ein paar andere Sachen irgendwie.
Und halt naja. acht Stunden Zähmzeit ohne Servermanipulation, das kannst du niemand verkaufen. Ne? Irgendwie. Das ist das eine, aber das andere war eben auch, dass du halt extrem viele Ressourcen gebraucht hast, um irgendwie was zu machen. Ja, du musstest ja schon das Mammut haben, um Holz zu holen zum Beispiel. Ja. Und wobei, ja, das mit den Ressourcen haben wir ja hier auch gerade. Ne? Schmeißt mir gerade Blätter auf den Kopf. Ich meine, gut, es geht alles noch per Hand gerade, ne? Da musst du halt ja, fünf Steine für eine Mauer zerschlagen, ja. Ich denke mal, wenn wir besseres Werkzeug hätten, wird es auch mit 15 Steinen. Entschuldigung, der Baum war lauter als du. Was? Ja, ich denke mal, wenn wir besseres Werkzeug haben, wir haben jetzt nur Steinachs und sowas. Eben. Ich denke mal, wenn wir besseres Werkzeug haben, dann wird es auch ein bisschen schneller gehen. Oder ich hoffe, dass wir dann einfach mehr, halt mehr rauskriegen. Ja, ja, das wäre auch gut, ja. Das meine ich ja. Aber dafür so. Müssen wir erstmal. Ups, Schieferrücken. Aber immerhin, wir haben ja schon mal unser Lager stehen. Das finde ich auch schon mal sehr gut, dass wir das haben. Da mache ich auch gleich nochmal ein schönes Foto von für die Folge hier. Ich werde dann auch direkt an das Lager heran, werde ich die Fundamente fürs Haus legen. Ah, jetzt weiß ich endlich, wie ich ausweichen kann. Ach nee, den brauche ich nicht. Einfach die Renntaste drücken und in die entsprechende Richtung, wo du ausweichen willst. Ja, das passiert mir immer versehentlich. Ja, ab und zu passiert mir das auch versehentlich. Weil ich drücke ja irgendwie dauerhaft immer Shift. Ups. Oh, ich habe da wieder was zu futtern drin. Guck an. Reparieren. Ich habe Kirchen eingesammelt. Aua. Was? Kirchen? Kirchen. Du meinst Kirschen? Tiere. Tierchen. Ach, Tierchen. Ja, Tierchen. So, wie viel brauche ich denn noch? 3, 6 und der eine macht 7 und wird jetzt schon wieder nicht. Da. So, ich guck mal nach, ob ich uns die zweite Kiste jetzt machen kann. Erstmal brauche ich, ja, 10 Zwirn herstellen. Nee, das reicht nicht. Wo sind die Steine, wenn man sie nicht braucht? Holz. Ja, würde gehen. Wenn der Zwirn fertig ist. Ein Dach brauchen wir erstmal. Ach, du machst trotzdem ein Dach drauf gleich? Ja. Achso, aber auch nicht höher. Nee, okay, das Wohnhaus könnte man eventuell höher machen, ne? Ja, ja, und das ist jetzt, wie gesagt, nur das Lager. Und aber Zweierdecke halt reicht, ne? Viererdecke müssen wir hier nicht machen. Schönen Gruß an Xyra an dieser Stelle. Zweierdecke, Viererdecke? Ja. Na, Xyra hat ja 5er Decken genommen. In 7 Days, ne? 5er Decken? Ja. Ach so, von der Höhe her. Ja, nee, in Ark reichen 2. Wo ist denn mein Zwirn? Auch dementsprechend hier. Ich habe doch eben... So, ach so, ich muss noch Steine. Ah, ich muss noch einen. Einer fehlt mir noch. Ich jage noch ein bisschen Stein. Jage Steine. Jetzt mal so, ja, ich jage Steine. Ich jage Holz, ich jage Steine, ich jage alles. So, Kiste ist auf dem Weg. Soll ich auf die andere Seite von der Tür oder soll ich die neben die andere direkt stellen? Kannst du auch. Ich stehe die neben die andere. Dann ist die Seite wenigstens dicht so mit Kisten. Oh, meiner sagt, ich hab Durst. Okay. So. Oh, und gleich muss ich auch was essen. Machen wir direkt mal. So, sehr schön. Aloe für Tierhäute. Wir brauchen mehr Tierhäute. Man braucht aber doch viel zu essen. Wir sollten mal wieder was zu essen besorgen. Ja, die Kellerasseln, die haben nicht mal so viel gebracht. Nee, die bringen auch immer nur einen Punkt, so einen so ein HP-Punkt. Mehr bringen die nicht. Jetzt weiß ich, warum sie nicht so viel gebracht hat. Belastung. Belastung kann ich mehr tragen. Vitalität, ich habe mehr Leben. Agilität. Measure ability to move when wearing different cloth types. Okay, hey, dann kann man sich mit schwerer Rüstung anscheinend langsamer bewegen. Dafür ist alle Agilität irgendwo. Hat auch eine direkte Wirkung auf diese Rüstungsart. Ja. Gut, und Stärke ist Nahkampf, ne? Ach, das ist nicht Crit, das ist Grit. Das ist die Ausdauer, die man hat. Ah, okay. Das lese ich jetzt erst. Das steht Grit, nicht Crit. Wo man Skillpunkte reingeben kann. Ein bisschen aufpassen. Aber nur ein bisschen. 2 Decken fehlen mir noch, ne? Ja, 2 Decken fehlen mir noch. Genau. Wie gesagt, Steine farmen kannst du auf der. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite du gerade bist. Ich bin bei dem Dicken.
Also da, wo wir am Anfang die Schildkröten geärgert haben, da kann man echt am besten Steine farmen. Mhm. Also weil da ist nicht so viel Gefahr. Auf der anderen Seite... Wir haben ja hier nur einen. Also das geht von der Gefahr her. Oh, die Steine sind noch nicht neu gespawnt. Na, das dauert alles ein bisschen. Die ich in der letzten Folge da... Digga, geh nach Hause. Ich hoffe, dass die Steine auch wirklich neu spawnen. Aber das wäre ja ein Wunder, wenn sie das nicht von Ark übernommen hätten, ne? Ich gehe davon aus, dass hier alles neu spawnt, weil sonst hast du irgendwann die Ressourcen weg und doof. Das stimmt allerdings. Also denn, man könnte sich hier einmal so quer durch ein Fels bohren. Ach cool, ich kann so richtig dicke Steine aufsammeln. Durch die großen halt nicht, ne? Ja, manche kann man aufsammeln, obwohl man denkt, sowas kann ich doch nicht tragen. Aber es ist halt auch immer nur ein Platz, okay, ne, den es bringt. Ne? Wir haben schon mal zwei von diesen Schieferrücken hier. Das heißt, ich komme an die Steine nicht mehr ran. Unschön. Wissen die denn nicht, dass sie dort stören? Müssen wir denen mal irgendwann sagen. Soll ich? Ich bringe uns noch mal ein bisschen Fleisch mit von der Schildkröte. Die arme Schildkröte, die tut mir irgendwie leid, ne? Die sehen ja auch knuffig aus, die Viecher, ne? Aber ja, das Problem ist nur, ne? Das Survival halt. Entweder sie oder wir. Suchst ja. Und die Kleinen, die spawnen schnell nach. Und auch die Hölzer, wie es mir scheint. Okay. Welche Fußstapfen? Ich habe eben auch einen einzigen Stapfer gehört. Aber du bist gar nicht bei mir. Aber ich einen Stapfer habe ich auch gehört. Und der klang recht groß, der Stapfer. Mhm. So, 5 Wildfleisch hätte ich hier. Ich besorge uns nochmal so ein... Nein, mach ich doch nicht. Mach du... So. Das ist gemein, hier versteckt sich eine Antilope hinter so einem Viech. Ah. Mies. So, jetzt kann ich erstmal das Dach komplettieren. Haben wir das Kämpfer jetzt noch nicht drin, ne? Wollen wir das machen oder wollen wir das vor die Tür setzen direkt? Nee, Kämpfer ja ruhig vor die... Ja, können wir eigentlich ruhig vor die Tür setzen. So. Wir sind ja hier jetzt nicht nachts drin im Haus zwingend irgendwie so, weißt du? Dann haben wir ein bisschen mehr Platz im Lagerraum und jo. Okay. Ich guck mal noch nach ein bisschen Holz. Hallo, Robert. Es wäre natürlich nett, wenn man eine Fackel da irgendwo. Warte mal, wenn ich die Tür zumache, wird es dann dunkel? Nee. Okay, alles klar. Super. Jetzt hat die Raupe wieder was genutzt. Ich glaube, die muss im Gürtel liegen, damit sie was nutzt. Vielleicht ist da noch ein kleiner Bug drin. Weil ich hatte die eben direkt geused und da hatte ich das Gefühl, sie wirkt nicht. Ah, okay. Ja, und jetzt genau. Habe ich sie nochmal. Ich habe die auch mal direkt benutzt und da bei mir wirkt die ja gar nicht. Und jetzt habe ich sie nochmal im Gürtel gehabt und ein kleines Stück höher gegangen. Okay, das erklärt die Sache. Das könnte natürlich gut sein. Ja, man muss ja alles mal irgendwie ausprobiert haben. Ja. Aber Hase, so leid es mir tut, du musst jetzt gekillt werden. Wo ist er denn? 160 Holz und Tierhaut brauche ich. Ich will uns so eine Workbench herstellen. Das wäre jetzt mein nächstes Ziel. Und den können wir ja ruhig ins Lager stellen. Ja. Ne? Das wäre mein nächstes Ziel, dass ich uns eine Workbench bastel. Ja. Hase, warte. Nicht dahin, da ist böse. Damit wir dann mal mit Rüstung und sowas anfangen können. Hase, nicht dahin. Bleib hier. Also, stehst du halt so. Ich brauche 160 Holz, 240 Stein und Tierhäute. Okay, alles klar. Okay. Ich hoffe mal, ich habe jetzt Fleisch eingesammelt. 3. Schön. Kann ich den Feuer machen? Kann ich. Was kriege ich eigentlich raus, wenn ich... Wenn du? Nee, schon okay. Es ist echt doof, dass die meisten Steine fliegen mir entgegen. Und während die dann in der Luft schweben, kann ich mit Glück noch einmal draufhauen. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlen dadurch... Ich kriege halt weniger Ressourcen raus, als ich kriegen müsste. Habe ich immer das Gefühl. Ne, weil wenn der Stein einfach wegfliegt, ne? Ja, dann ist unschön. Haben wir jetzt Holz gar nicht mehr, wa? Nee, das, was ich jetzt gerade hole, werde ich auch brauchen. Weil, wie gesagt, nächstes Ziel hätte ich jetzt wirklich diese Workbench. Kein Problem. Papa macht das schon. So.
kann ja schon wieder aufsteigen. Ich trage zu viel, das ist doof. So, ich kann ja Rezepte lernen, das ist ja schön. Soll ich mal den Rüstungsmacher lernen? Oder erstmal so Sandsteintreppen und solche Sachen? Was ist denn bei dir der Rüstungsmacher? Hier steht Rüstungsmacher. Ja, das ist doch den ich gerade gelernt habe. Deshalb sammle ich doch die ganze Zeit. Ah, und den Zimmermann vielleicht? Was macht der denn so? Kannst du machen? Der macht Carpenter's Bench, geformtes Holz, ein Holzschild und ein Wandschild. Moment. Was ist eigentlich mit... Handwerksgeselle. Eisenpickel, Eisenaxt, Seite. Soll ich den mal lernen? Wo siehst du denn den kostet aber drei. Gesellen? Ach, den kann ich auch erst bei Stufe 10. Da bin ich irgendwie noch nicht, glaube ich. Nee, aber okay. Steinmetz könnte man machen. Man kann Rohling. Könnte man Steinkeule und Steinhammer. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist oder sowas. Rohling. Den Steinmetz als solches, den... So. Oder die verwässerte Fackel. Keine Ahnung. Na, ich kann hier halt eine Fackel lernen. Okay, eine lange brennende Fackel, handgefertigt. Hört sich an wie Qualität. Mhm. Weil handgefertigt, okay. Mhm. Und Feuermacher ist eine Standfackel. Das ist... Das ist wichtig, ja. Ja, aber die kriegen wir erst bei Stufe 11. Okay, alles klar. Die Steine, die ich jetzt hier reinpacke, würde ich mich echt freuen, wenn du die kurz drin lassen könntest. Mhm. Ab Stufe 10 kriegen wir auch sowas wie einen Ofen und eine Blacksmith Bench. Was auch immer das heißt. Das ist eine Schmiede. Eine Blacksmith ist eine Schmiede und die Bench wird die Werkbank dafür sein. Also wird das. Da werden wir das erste Mal momentan. Wir sind bei 27 Minuten gleich, ne? Und dann sollten wir vielleicht mal langsam. Genau, uns verabschieden, ne? Ja. Okay. Ja, denn. Dann hoffen wir wie immer, dass es euch gefallen hat. Ansonsten gerne Daumen hoch da oder Kommentar vor allen Dingen. Ist immer eine schöne Sache, freuen wir uns beide drüber. Und wir haben auch nichts dagegen, wenn ihr es teilt auf Twitter oder Facebook oder so. Nee? Nein, natürlich nicht. Genau, eben. Hast du noch genug zu essen, sonst gebe ich nur noch einen. Bin etwas weniger als halb voll. Geht aber, ich komme klar. Sonst. Ja, okay. Okay. Gut. Bis dann. Ja, ciao. Tschüss.